Und da ist er! Ein Halbpfosten, das Tor! Die Führung für Odds BK. Gibt es das denn? 19. Minute. Standardsituation. Eigentlich souverän geklärt von Schmelzer. Und dann sind sie nicht in der Lage, Halvorsen zu kontrollieren. Der löst sich da aus dem Schatten von Zegnini und Kagawa, der da am Pfosten steht, kommt nicht an. Weidenfeller macht auch keine richtig gute Figur, um da irgendwie hinzukommen oder möglicherweise ja auch die Ecke schon direkt abzufangen. Aber ganz gut gelöst eben von Weigel. Jetzt mal ein bisschen Platz für Mkhitaryan. Und der ist perfekt! Den kann man so machen! Hendrik Mkhitaryan sorgt hier für den Ausgleich in der 25. Minute. Und ein Lächeln der Erleichterung geht über das Gesicht von Thomas Tuchel. Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich der Armenier derzeit beim BVB so wohl fühlt wie noch nie. Den hat er so satt getroffen. 60 sich im entscheidenden Augenblick, unhaltbar, ein ganz wunderbarer Treffer für den BVB durch Hendrik Mkhitaryan. War schon an Ginter, fühlt sich da ganz wohl. Gündoğan, gut durchgesetzt gegen Berg und 2:1 innerhalb von wenigen Minuten. Die Führung jetzt für die Dortmunder. Das Spiel gedreht. Reus macht es nach dieser wunderbaren Vorarbeit von Ilkay Gündoğan. Ja, fahrlässiger Ballverlust und ein guter Blick. Das ist dann wie im Training. Hier ist der Fehler von Berg, dem der Ball so wegspringt, dass Gündoğan ins Spiel kommt. Und das macht er natürlich mit großer Sicherheit und Souveränität. Thomas Tuchel ist auch in diesem Spiel ein Schreck zumindest nicht erspart geblieben. Gut anzusehen, da läuft der Ball gut durch die eigenen Reihen. Immer auf der Suche, irgendwie einen Ball dann zu platzieren, so wie hier. Klasse ist das! Fußball aus dem obersten Regal! Die Hereingabe von Mkhitaryan. Eingetütet von Reus. Und der Pass vorher, ein Traum. Kein Abseits. Genauso kann man das machen. Man würde ihm wünschen, dass er mal eine Saison... Stark, der Weigel mit großer Selbstverständlichkeit ist er hier Teil dieser Mannschaft und leitet das 4:1 durch Kagawa ein. Nämlich durch seinen Ballgewinn im Mittelfeld, im Zentrum und spielt den Ball dann einfach eine kleine Station weiter. Und dann löst sich dieser Knoten und da geht es natürlich extrem einfach und... Da kann man sich auf der einen Seite mit den Dortmundern mitfreuen. Auch Kagawa ist froh, dass er schon wieder trifft. Aber natürlich beginnt da so langsam das Mitleid mit den Norwegern. Hier der Ballgewinn von Weigel. Und dann geht die Post ab. Und da stehen sie dann natürlich auch nicht mehr gut. Die Norweger rutschen da vorbei. Und ist jetzt nicht so ganz einfach, das weiter durchzuhalten und es kommt noch eine ganze Halbzeit obendrauf. Das kann schon richtig bitter werden für die Gäste. Ja.
rechten Seite. Reus gut abgeblockt, da von Hofmann. Und den hält er nicht fest. Gündogan macht das 5:1. Kann den Ball dann nicht abwehren. Der geht auf seine Kappe. Dieser Treffer. Aber auch das in Geduld um den Strafraum herumgespielt und dann geschickt von Hofmann den Ball gesichert. Hier der Pass von Reus. Und abgelegt für Gündogan. Der war gar nicht platziert, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen Unerfahrenheit. Ball flattert noch ein bisschen. Geschickt eingedreht da von Hofmann. Und dann passiert es eben doch. In der 51. Minute. Gündogan hat schon ein starkes Spiel abgeliefert. Mit tollen Pässen immer wieder in diesen Strafraum hinein. Ging aber eben auch. Und wenn man das hier sich so anguckt, dann wird es schwer, da reinzukommen. Mkhitaryan! Und rein das Ding! 6:1! Reus im Netz, Ball im Netz. Dortmund glücklich. Die Südtribüne tanzt. Ein Spektakel! Was die Schwarz-Gelben hier zeigen, das geht zu schnell für die Norweger. Hier kein Abseits. Mkhitaryan mit unglaublich viel Platz natürlich. Und den Blick für seinen Partner da vorne in der Offensive. Reus mit der dritten Bude. Hat schon schönere Tore gemacht, aber er wird sich freuen, dass es hier aus seiner Sicht so richtig knallt. Keine Verletzung. Drin der Fisch. Eine der ganz wenigen seltenen Angriffe. Berg, Zegnini. Und das ist das 6:2. Zweiter Torschuss, zweiter Treffer. Oliver Berg, der 21-Jährige, kann da später mal seinen Enkeln oder wem auch immer erzählen. Ich habe getroffen gegen den BVB, als die uns so nass gemacht haben. Auch mit einer ganz einfachen Methode und die Ernsthaftigkeit in dem Defensivverbund, die war da nicht vorhanden und Hummels ist richtig sauer, ärgert sich über diesen zusätzlichen Gegentreffer, der natürlich in der Gesamtschau überhaupt nichts ausmachen wird, aber dann kann man sehen, wie hoch die Ambitionen sind. Mkhitaryan geht raus und kriegt einen extra Klaps von seinem Trainer. Sokrates geht auch, dafür Piszczek und auch die Gäste wechseln. Dort kommt Erdian Gashi. Insgesamt wird ihm die Situation nicht gefallen, dass Roman Bürki, der Schweizer, ihm in der Bundesliga mutmaßlich dauerhaft vorgezogen wird. Was genau werden wird, weiß man ja auch nie. Ah, jetzt der Fehler nochmal. Und jetzt passiert es doch, das 7:2. Ballverlust im Strafraum. Ich glaube, das war Gashi, der eingewechselte Mann. Und da sind sie dann buchstäblich nochmal am Boden, die Norweger. Hier wieder der Ballgewinn dann von Weigel. Aubameyang macht das klug und Kagawa kommt zu seinem zweiten Treffer.